So, vielen Dank, Naika Forotan. Wir kommen jetzt zum letzten Teil unserer Veranstaltung zu der Podiumsdiskussion Einwanderungsland Deutschland. Wie sichern wir den sozialen und politischen Zusammenhalt? Wird moderiert von Dr. Michel Friedmann. Er wird sein Podium vorstellen, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, Herrn Friedmann auch ganz kurz vorzustellen, damit er das nicht selbst tun muss. Herr Friedmann ist in Paris geboren, mehrfach bekannt. Ich muss ihn eigentlich nicht viel vorstellen, mache ich aber vollständigkeitshalber. Er ist Rechtsanwalt, Politiker, Kolumnist und Fernsehmoderator. Zurzeit moderiert er, wie Sie wissen, Studio Friedmann bei N24. Herr Friedmann hat Rechtswissenschaften studiert und 88 sein Staatsexamen abgelegt. 94 hat er an der Uni in Mainz promoviert und 2010 hat er eine weitere Promotion in Philosophie zum Thema Willensfreiheit abgelegt. Er ist politisch sehr engagiert. Er war lange Jahre Mitglied des Vorstandes der jüdischen Gemeinde Frankfurt und Stadtverordneter. Von 2000 bis 2003 war er auch stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und von 2001 bis 2003 Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. 2001 wurde Herrn Friedmann das Bundesverdienstkreuz verliehen. Herzlich willkommen und vielen Dank. So, kommen Sie bitte alle rauf. So, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für diese furchtbar lange formale Einführung. Es spricht zu Ihnen ein Migrant. Also ich habe nicht mal Migrationshintergrund, ich bin Migrant. Meine Eltern kamen aus Polen, ich komme aus Paris, ich lebe in Deutschland und das sogar als Jude, obwohl meine Familie von Deutschland bis 1945, von 33 bis 45 vernichtet werden wollte. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über das, was Sie gerade gesagt haben. Vielleicht stellen wir uns noch ein bisschen vor. Mir ist es lieber, Sie stellen sich selbst vor, sonst muss ich auch immer diese langen Biografien machen. Sagen Sie mir, was das Wichtigste ist, was man von Ihnen wissen sollte. Dankeschön, schönen guten Abend. Mein Name ist Alef Korun. Ich bin österreichische Nationalratsabgeordnete und zwar für die österreichischen Grünen. Bin im österreichischen Parlament zuständig für die Themen Migration, Integration und Menschenrechte. Es fehlt ein Mikro, ist das? Ja. Mein Name ist Mehmet Kılıç. Ich bin Bundestagsabgeordneter, Migrations- und Integrationspolitischer Sprecher der Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin in der Türkei geboren und auch dort aufgewachsen. Als 23-Jährige 1990 bin ich nach Deutschland eingewandert, selbst erste Generation. Und erst habe ich 10 Monate lang einen Deutschkurs besucht, meine Integrationsanstrengung. Und anschließend war ich 2-mal bei den Sendungen von Herrn Friedmann. Er hat mich überredet, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft doch beantrage. Habe ich gemacht und jetzt leide ich darunter. Ja. Ohne das wären Sie kein Abgeordneter. So ist es. Und es war so, in der Pause haben Sie gefragt, ob ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Habe ich gesagt, nein, ich bin Vorsitzender des Bundesausländerbeirates. Und solange alle Immigranten kein kommunales Wahlrecht haben, werde ich als Kapitän dieses Schiff nicht verlassen. Dann haben Sie gesagt, es ist sehr ehrenhaft, aber ziemlich doof. Das war Ihre Ausdrucksweise. Und dann habe ich dann circa in einem Monat habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Jetzt wissen Sie, warum ich ein Bundesverdienstkreuz habe. Ich würde ganz gerne nochmal, Frau Rutan, mit dem, was Sie uns da erzählt haben, ein bisschen reflektieren. Denn 10 Millionen dieser sogenannten Ausländerstämmigen sind ja mittlerweile, deswegen bin ich dankbar für diese Geschichte, deutsche Staatsbürger. Meine Erfahrung ist, wenn man jetzt in dieser Karikatur, die zum Schluss dran kam, den
sieht, der sagt, geh doch weg. Wenn man erfahren würde, hallo, das ist der Hans, würde keiner auf die Idee kommen, ihm um eine Identitätsaussage zu bitten. Er würde sich auch nicht die Frage stellen, wer bin ich? Bei Menschen, die scheinbar nicht dazugehören, kommt immer wieder dann die Frage, wer sind Sie, was machen Sie, sind Sie Deutsche? Also dieses Bekenntnis zum Deutschsein wird abgefragt. Das ist die eine Seite. Warum reagiert die andere Seite auf diese Bekenntnisabfrage? Naja, da ist wahrscheinlich so dieser Moment von Zugehörigkeit, den man selber signalisieren möchte. Aber es gibt ja auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Man kann ja auch ganz humorvoll reagieren oder gar nicht antworten oder eben umgekehrt antworten und immer dieses, das, was der Mensch eigentlich erwartet, sagen. Also man probiert 15 Mal zu sagen, ich bin Deutscher oder Deutsche und dann sagt man, nein, so meine ich das aber nicht. Und dann denkt man, naja Gott, bevor ich mich das immer wieder fragen lasse oder erklären muss, sage ich doch lieber gleich, ich bin türkisch, dann ist die andere Seite befriedigt. Aber insofern, ich glaube, dass man das gar nicht so überbewerten sollte, diese Frage danach, woher man kommt, weil das ja auch ganz oft etwas mit Neugier zu tun hat. Und dass das immer wieder artikuliert wird, dass man das nicht gefragt werden möchte, kommt auch meistens von einer bestimmten Gruppe, die diese Form von Code-Switching nicht beherrscht. Also man kann sagen, diejenigen, die den Code in die alte Herkunftsregion noch besitzen, werden eigentlich ganz gerne gefragt. Das heißt, wenn mich jemand fragt, woher kommen Sie, sage ich gerne, ich bin Deutsch-Iranerin. Manchmal sage ich auch einfach nur, ich bin Iranerin. Das ist mir jetzt keine unangenehme Frage. Ich habe eine Freundin, die hat letztens zu mir gesagt, Mensch, das ist ja so anstrengend, jetzt wird man so zwangseingedeutscht, jetzt traut sich niemand mehr, mich zu fragen, wo ich herkomme und ich will doch so gerne sagen, ich bin Palästinenserin. Also insofern andere wiederum und gerade in der Jugendphase und deswegen habe ich das so eingeführt mit diesem Code, wenn es Menschen gibt, für die es den Code nicht gibt, das haben wir ganz oft zum Beispiel mit auch Deutsch-Iranern, die hier hingekommen sind, die hier aufgewachsen sind, die nie im Iran waren in den letzten 30 Jahren, weil die Eltern hier Asyl beantragt haben und so weiter, für die besteht die Identität eigentlich nur in den Codes, die sie hier kennen. Sie können die nicht abprüfen, wie Türkeistämmige, die in Urlaub fahren können, die hier auf dem Markt einkaufen können, die Sprachkompetenz einsetzen können, Brot kaufen können, Bus fahren oder an die Universität gehen. Das können diese Jugendliche nicht. Es gibt den Code zurück nicht. Insofern reagieren die häufig aggressiver auf die Frage, woher man kommt. Und trotzdem hat diese Frage, um denn doch die Sache ein Stück zu pointieren, etwas mit der Loyalitätsfrage zu tun. Und Sie sind ja Abgeordnete. Ich kenne das als Jude übrigens. Keine nationale Zugehörigkeit, sondern eine religiöse. Eines der klassischen Vorurteile ist ja, Juden sind die fünfte Kolonne. Also Juden sind nicht loyal in dem Land, in dem sie sind. Und wenn die Frage bei Ausländern, scheinbaren Ausländern, nennen wir es wie auch immer, gestellt wird, sie sind Deutscher, steht natürlich auch immer wieder die Loyalitätsfrage. Und eines dieser Klischees ist, ein Türke, auch wenn er deutscher Staatsbürger ist und auch wenn er in der zweiten oder dritten Generation ist, in Wirklichkeit ist er der Türkei gegenüber loyal. Dann passieren solche Geschichten wie Erdogan und dann wird das sogar auch noch bestärkt, weil er sagt das dann auch noch. Die Wirkung in die klassisch deutsche Gesellschaft ist wahrscheinlich viel intensiver als gegenüber der türkischen Migrantengesellschaft, die hier ist. Begegnet Ihnen das als Abgeordneter? Als politisch engagierter Mensch, dass man ihre Loyalität in Frage stellt? Also zum Glück bis heute nicht so offensichtlich. Und ich muss sagen, uns interessiert das nicht offensichtlich. Man spürt manchmal oder man spürt auch manchmal diese innere Druck, dass man sozusagen auch diese Loyalität unter Beweis stellen muss, womöglich. Dieses Zwang ist da, aber man wehrt sich auch dagegen, um sich selbst treu zu sein. Das ist eine schwierige Situation. Aber ich glaube, solange wir diese Nationalstaaten haben und dass die Nationalstaaten oftmals in diese Kriegskategorien denken, wird diese Frage auch gestellt, ob jemand tatsächlich loyal ist zu seinem Staat oder nicht. Das ist ein schwieriges Dilemma für die Immigranten, die doch auch in ihrer Gesellschaft erfolgreich sein möchten.
Also wenn ich jetzt von Ihrer Biografie weggehe, Sie haben es ja auch gerade erzählt, jemand, der in dritter Generation hier geboren ist, ist in meinem Kopf nicht mehr mit dem Begriff Migrant zu behaften. Stellt sich aber die Frage, ob nicht nur diese Behaftung von außen kommt, sondern ob auch diese dritte Generation diese Behaftung sich selbst anzieht. Und wenn ja, warum? Ich glaube, es ist relativ schwierig, da pauschale Antworten zu geben, weil die Antwort in solchen Fällen jeder und jede sich selber und für sich selber geben muss und für sich selber definieren muss, ich bin dieses und jenes. Gerade jetzt ausgehend von Ihrem Vortrag, also da gibt es inzwischen ganz unterschiedliche Methoden, damit umzugehen, zu sagen, ich bin Deutsch-Türkin, ich bin österreichische Türkin, ich bin nur Österreicherin und so weiter. Teilweise gibt es auch sowas wie Selbstethnisierung, das gibt es ohne Zweifel, aber ich glaube, der Druck der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ist auch nicht zu übersehen. Also wir haben in Österreich eine etwas andere Situation, weil wir ja gleich zwei rechtspopulistische Parteien im Nationalrat vertreten haben. Die sogenannten Freiheitlichen und das BZÖ, also Bündnis Zukunft Österreich nennen sich die. Und die müssen sich natürlich immer gegenseitig zeigen, wer jetzt der Ausländerfeindlichere ist und der Rassistische und so weiter. Und das ist auch ein ganz offener Rassismus, der im Parlament auch vor sich hergetragen wird. Also ich wurde zum Beispiel im Nationalrat in Österreich öfter damit konfrontiert, oder ich werde eigentlich ständig mit meinen türkischen Wurzeln konfrontiert. Zum Beispiel bei diversen Reden über Menschenrechte, die ich halte, rufen mir nicht nur die Rechtsradikalen, sondern auch die österreichische Volkspartei, also die christlich-sozialen unter Anführungszeichen, zu. Und wie schaut es bei Ihnen in der Türkei aus? Und ich sage dann immer wieder, ich glaube, Sie verwechseln mich mit dem türkischen Innenminister, und ausschauen wie Herr Erdogan tue ich eigentlich auch nicht. Was habe ich sozusagen als Verantwortliche mit Menschenrechten in der Türkei zu tun? Also diese Ethnisierung passiert eigentlich, jetzt rede ich von Österreich, auf einem sehr hohen Level im Alltag, aber auch im Nationalrat. Lassen Sie uns, wenn ich mir das jetzt anhöre, folgende Frage stellen nochmal. Identität, vielleicht können wir sogar einen Augenblick dieses ganze Thema Ethnisierung, Türken, was auch immer, einen Augenblick von der Tafel wegwischen und kommen wirklich zum einzelnen Menschen mit all seinen Hintergründen. Identität ist ein hochkomplexer Prozess. Und er ist in einer permanenten Wechselwirkung zwischen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung. Hast du eine starke Identität per se? Geht die Fremdbestimmung relativ wenig im Einflussbereich deiner Identitätsbildung ein? Hast du es weniger, ist die Frage, wie weit meine Selbstbestimmung bestimmt wird von der Fremdbestimmung, größer. Stimmt das? Auf der personalen Ebene sicherlich ja, aber es gibt ja auch so etwas wie Diskursmacht. Und das ist etwas, was öffentliche Räume überkommt und öffentliche Diskurse. Und aus denen kann man sich als Einzelner ja nicht befreien. Es sei denn, man wird Eremit und baut sich eine Höhle und kommt nicht mehr raus und beachtet die Diskurse nicht mehr. Aber sobald man in den öffentlichen Raum tritt, ist man gezwungen, sich gegenüber diesem Diskurs und der Anschreibung zu verhalten. Und die Verhaltensmuster sind natürlich unterschiedlich. Da haben wir Verhaltensmuster, wo die Leute, wenn sie sagen, wenn sie das unreflektierter machen, vielleicht genau diese Zuschreibungen übernehmen, diese Zuschreibungen von eben ethnisiertem Verhalten oder bestimmter Art zu sprechen oder bestimmter Form von jugendlichem, popkulturellem Kanakentum sozusagen. Und das ist etwas, was man so sagt, das ist etwas, was der Erwartungshaltung entspricht, so verhält man sich dann auch. Umgekehrt kann man ganz anarchisch sein, das alles boykottieren, man kann aber auch versuchen, genau dagegen anzugehen, und dann ist die Tasse
heißer als der Unterteller oder wie das heißt. Ich weiß nicht, wie dieses Sprichwort heißt. Also so überassimiliert zu sein. Also insofern glaube ich, dass man gar nicht umhin kann, sich diesem Diskurs zu stellen. Und da der Diskurs in den letzten Jahren sehr aktiv in Richtung Identität und politischer Identität geht und extrem stark tatsächlich mit der Frage der Loyalität assoziiert wird, kommt dieser Vorwurf unterschwellig in einen selbst auch hinein. Und ich meine, wir hatten vor ganz kurzer Zeit so einen Einspieler im Fernsehen, der ganz oft gezeigt wurde, da war es bei dem Spiel Deutschland gegen Türkei, da wurden ganz viele jugendliche Türkei-Stämmige gezeigt, die am Kotti standen und dann gesagt haben, ich bin zwar auf dem Pass Deutscher, aber im Herzen bin ich Türke und bleibe Türke. Ach, ist doch nur ein Papier, damit ich besser in die Disco komme. Und das wurde so oft eingespielt und die Reaktionen danach so im Fernsehen, also bei den Leuten, die dann da auf dem Podium saßen, Erschütterung. Und im Grunde genommen hätte man genauso gut die Kamera auf eine Gruppe halten können, die ganz affirmativ sagt, ach, das nervt mich, was habe ich denn jetzt noch mit der Türkei zu tun? Ich spreche noch nicht mal mehr die Sprache. Also je nachdem, was man zeigt, ich meine, Sie müssen das besser wissen. Man hätte ja auch zeigen können, dass ein Fan von FC Bayern sagt, ich liebe Bayern und bin Bayer und ich bin froh, dass meine Mannschaft gewinnt und nicht Frankfurt oder Berlin. Das ist eigentlich das Gegenbild. Aber wir sprachen ja dauernd von der Mehrheitsgesellschaft. Ich komme aus Frankfurt, diese Stadt, die anscheinend hier eine Rolle spielt. Die Mehrheitsgesellschaft ist mit Migrantenhintergrund. Also wenn Druck aus der Mehrheitsgesellschaft kommt, dann kommt sie in Frankfurt aus das, was wir Migrantengesellschaft nennen. Die Minderheit sind die, die sie... wie bezeichnen Sie die Menschen, die überhaupt keinen Migrantenhintergrund haben? Deutsch-Deutsche. Wunderbares Wort. Sie sehen aber an dieser Sprache, das will ich übrigens auch noch sagen, ich habe ja die ganze Zeit auch wieder zugehört, ich finde, die Sprache ist so verklemmt und krank, dass mir alleine schon diese Sprache Bauchschmerzen macht und der Ausdruck ist, dass wir uns eigentlich dem Thema nicht nähern, sondern die Sprache uns dem Thema eher Mauern aufbaut. Aber kommen wir zurück auf Deutsch-Deutsche, die in der Minderheit sind. Wie erleben Sie denn im Bundestag, also in der politischen Auseinandersetzung, die Situation ganz persönlich und ganz konkret? Wir haben darüber jetzt schon gehört, den Weg des deutschen Staatsbürgers gewählt, um in der Gesellschaft eine politische Mandatierung zu haben. Sie haben sie nun bekommen. Werden Sie als Ausschnittsdeutscher gesehen, also ein Deutscher mit einem ganz bestimmten Ausschnitt an Identität und Priorität, oder gelten Sie als jemand, der wie Hans Mayer mittlerweile keinen Hintergrund im Vordergrund lebt? Das stimmt wirklich nicht. Natürlich, ich werde als jemand, ein Abgeordneter mit türkischen Wurzeln, wahrgenommen, glaube ich. Das ist mir klar. Nun, beschreiben Sie mir bitte, was Sie empfinden, wenn Sie sagen, ich werde wahrgenommen mit türkischen Wurzeln. Beschreiben Sie mir, was ist das? Machen Sie mal ein paar Bilder. Also wir haben eins schon gehört, du kommst aus der Türkei, red nicht als Gegner. Genau, was ist das bei Ihnen? Also wenn wir über zum Beispiel Ausländergesetzgebung alles Mögliche diskutieren, ich kann auch seinen Namen nennen, Herr Mayer von der CSU, glaube ich, bringt er immer wieder Erdogan ins Spiel, aber wirft mir in diese Form nicht vor. Und wir sind hier ein bisschen stärker und selbstbewusster in der Sache. Wir machen sofort Tamtam. Aber das kommt sofort ins Spiel, damit ich spüren soll, sozusagen, dass ich von auswärts rede. Ich habe noch Zurückerinnerungen, noch nicht im Bundestag, kann ich auch dazu noch kommen. Als damals in Baden-Württemberg dieser Gesinnungstest eingeführt wurde, habe ich mir erlaubt, als Jurist für IG Metall Bundesvorstand auch ein Gutachten zu erstellen und beschreiben, warum dieser Gesinnungstest bei der Einbürgerung von Muslima verfassungswidrig ist. Übrigens, drei andere Institute haben das auch gemacht. Aber ich habe gehört, dass der damalige Innenminister am meisten über mein Gutachten aufgeregt hat, nach dem Motto, was erlaubt sich sozusagen ein Ausländer, unsere Gesetzgebung hier zu kritisieren. Ja? Und in solchen Konstellationen wird einem eine gewisse Identität gegeben. Ich hatte mir eigentlich gedacht, Ihre Frage war interessant, dass es umgekehrt sein müsste. Wenn jemand befestigtes Selbstbewusstsein hat, sollte Fremdbestimmung geringer sein.
So denke ich mir bis heute. Aber ich glaube, die Positionen bestimmen auch einiges. In bestimmten Positionen haben sie bestimmte Verantwortung und sie versuchen am Ende wie bei einem Schachspiel, dass sie sachdienlich sind. Und diese Sachdienlichkeit übernehmen sie auch eine gewisse Rolle. Und diese Rolle ist, ich war als Vorsitzender des Ausländerrates nicht so zahm. Als ich Bundestagsabgeordnete geworden bin, habe ich mir bemerkt, dass ich mir Selbstkontrolle auferlegen muss, um keinen Schaden anzurichten. Weil man so wahrgenommen wird, dass man für eine bestimmte Gruppe spricht, obwohl man vielleicht das auch nicht unbedingt tun möchte. Ich spreche als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, jemand als freier Mandat hat und seine Meinung so frei äußern möchte. Aber ich werde natürlich nicht ich, damit könnte ich leben, meine Immigranten gesamte werden mit in Haftung genommen für meine Worte. Und deshalb muss ich so vorsichtig sein, dass die keinen Schaden davon nehmen. Das Aber damit übernehmen Sie doch genau das Bild und die Dynamik, die Mehrheiten gegenüber Minderheiten spielen. Das muss ja nicht nur ethnisch sein. So. Also ehrlich gesagt, mit allen meinen Facetten, Vor- und Nachteilen, war es mir eigentlich völlig egal, ob der Antisemit in mir sein Pseudo-Argument findet, seine antisemitischen Klischees in welcher Weise Aber auch ehrlich, immer zu bestätigen. Würde ich so denken, Antwort, würde ich so denken, dann würde ich eigentlich mich nach den Linien, den Richtlinien des Rassisten oder Antisemiten verhalten. Das gönne ich dem nicht. Wollten Sie doch nicht ein Vorzeigejude sein hier? Ich? Also dass man wenigstens ich? Über Sie. Ich? Also ich glaube, da sind Sie an der völlig falschen Frage. Ich will weder ein Vorzeigejude noch ein Nicht-Vorzeigejude sein. Ich will einfach sein, wie ich bin und mir das genauso erlauben wie ein Christ oder ein Moslem. Das halte ich für einen emanzipatorischen Prozess. Aber ich finde, ich habe das jetzt bewusst so geschildert, weil ich will gerne diese Modelle zur Diskussion bringen. Dass man sich das nicht aufladen lassen sollte, das sehe ich auch wie Sie. Andererseits, wie schon angesprochen, das Ganze spielt sich ja nicht politisch im luftleeren Raum ab. Ja? Ich mag den Begriff Mehrheitsgesellschaft nicht, weil er inzwischen auch seine Bedeutung verliert, wie das Wort Migrant oder Migrationshintergrund und so weiter. Allerdings lebt eine Identität auch von Affirmation. Das heißt, Sie können 100-mal sich wohin stellen und behaupten, ich bin aber Deutsche oder ich bin aber Österreicherin. Wenn Sie immer wieder, und zwar relativ systematisch und strukturell, Rückmeldungen bekommen, bist du aber nicht, bist du aber nicht. Was zum Beispiel in unserem Fall, also jetzt rede ich von Österreich, immer wieder verdeutlicht wird mit dieser Frage, woher kommst du eigentlich? Ja? Und ich habe zum Beispiel, also auch im Sinne dessen, was gesagt wurde und auch im Sinne dessen, was ich am Anfang gesagt habe, man entwickelt ja so seine Strategien, um das zu unterlaufen. Ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen zu sagen, aus dem dritten Bezirk. Ja? Das ist ein Bezirk in Wien. Dann kommt garantiert die Nachfrage, nein, ich meine ursprünglich. Ja? Das Spiel kann man natürlich weiter treiben, indem man sagt, ah, verstehe, na, ursprünglich habe ich im 7. Bezirk gewohnt. Ja? Das kann man einfach weiter treiben. Was ich damit sagen will, ist, ohne jetzt in Pessimismus zu verfallen, das hängt nicht nur von einem gesunden Selbstbewusstsein, das man hat oder nicht hat, nicht ab, nicht nur. So einfach ist es wieder nicht. Aber ich glaube, es geht letztendlich um einen sogenannten Normalisierungsprozess. Ja? Also je mehr es solche Menschen gibt, die sich wehren und die das unterlaufen, verarschen, wenn ich das so sagen darf, oder einfach unterschiedliche Methoden finden, damit umzugehen und diese Verantwortung für eine ganze Gruppe zu stehen, ja, und Vorzeigeausländer oder Vorzeigetürke oder was auch immer zu sein, desto mehr wird es auch sickern, sozusagen, in der großen Gesellschaft. Aber das dauert seine Zeit. Also wenn man das jetzt hört, kann es sein, vergessen wir einen Augenblick auch Deutschland und das, worüber wir diskutieren, kann es sein, wir wissen es jedenfalls von soziologischen Untersuchungen und von Untersuchungen von psychologischen Instituten, dass dieses Instrument, dieses Bild, jemand ist fremd, jemand ist anders, das hat positive Besetzungen, negative, dass dies erst einmal etwas ist,
was in der Identitätsstiftung aller Menschen eine Rolle spielt. Ich versuche das jetzt erstmal neutral zu formulieren. Eine Rolle spielt, natürlich wird es dann politisch besetzt, sozial besetzt, aber erst einmal eine Rolle spielt. Stimmt das, dass das so ist? Naja, das sind halt gängige soziologische Theorien und deswegen werden Sie wahrscheinlich ganz oft von Sozialwissenschaftlern eher so diesen Momentum hören, wir werden das nie wegkriegen, nirgendwo. Und Phyllis Pollard hat hier oben eben gesagt, naja, jeder hat halt Rassismus. Ich sage zu meinen Eltern ganz oft, ihr habt das auch. Das ist das, was man eigentlich sagen muss, ja, um das eigene zu definieren, muss man immer ein anderes konstruieren. Das ist jetzt in den Sozialen, vielleicht sagt eine Psychologin das ganz anders, aber für die Sozialwissenschaften gibt es das eigene ohne das andere oder ohne das Fremde nicht. Insofern sind wir angewiesen darauf. Und wenn, wie heute auch schon gesagt wurde, wenn die Figur des Türken nicht mehr der andere ist oder das andere, wird es irgendwann die Figur des Rumänen, des Bulgaren, der Sinti und Roma, die jetzt nach Deutschland kommen. Generell würde ich sagen, die Türkei ist in diesem Jahr schon das zweite Mal hinter China, der zweite im Weltwirtschaftswachstum. Also das Bild in der Türkei verändert sich. Letztens habe ich in einer Talkshow irgendjemanden gehört, der gesagt hat, ach Gott, hätten wir bloß damals die Türkei aufgenommen und nicht Griechenland. Und insofern wird sich auch das Bild tatsächlich, wenn sich das Außenbild wandelt, wandelt sich auch das Innenbild, dadurch, dass wir nach jetzt 50 Jahren auch noch feiern und in den 50 Jahren ganz viele Geschichten hören, von nostalgischen Momenten bis affirmativen bis positiven Aufsteigermomenten, sehen wir gerade, dass der Sog ein ganz anderer ist. Aber um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, dann wird es einen anderen geben, einen anderen Fremden. Und wir können das ganz kurz noch zurückverfolgen, wenn wir so in die 60er Jahre zurückgehen, da war so das Bild zu dem anderen, der andere zum Deutschen. Also man beschreibt sich selbst und man ist selbst pünktlich, aufgeräumt und strukturiert. Und der andere ist unpünktlich, schmutzig und chaotisch. Und dieser andere war eben damals, wie auch immer, die Figur des Gastarbeiters. Jetzt beschreibt man sich hier, man ist europäischer geworden, also beschreibt man sich nicht mehr in diesen Sekundärtugenden, sondern man ist jetzt aufgeklärt, tolerant und demokratisch. Und der andere ist unaufgeklärt, antidemokratisch und intolerant und ist der Muslim. Das ist eben jetzt die andere Figur. Ich muss Ihnen eine ganz banale Frage stellen, weil sie ja auch eine Frage dieser Konferenz ist. Und ich stelle sie mit derselben Aussage, ich kann es nicht mehr hören und ich glaube, dass die Worte uns verwirren und verirren. Sind sie integriert? Und wenn ja, was ist das? Was ja, ist also das? Mich jetzt zu fragen, ich arbeite mit dem Begriff sehr stark. Ich weiß, deswegen wollen, frage ich Sie. Kann wir kritisieren den Begriff schon seit langem immer wieder, ob man jetzt Inklusion sagt, Partizipation. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Was meinen Sie eigentlich damit? Das ist meine Frage. Das ist ja nicht meinbar. Also ich kann Ihnen jetzt sagen, wie ich das messe. Das könnte ich Ihnen jetzt erklären, aber dafür ist es bestimmt ziemlich langweilig zu sagen, wie man Integration misst oder ich. Welche sind aber die Assets, wenn Sie etwas messen? Ich weiß, warum ich das jetzt so ein bisschen am Abend nochmal aufrüttle. Was für Assets messen Sie eigentlich, um zu wissen, ob ich, spreche jetzt von mir, integriert bin oder nicht? Sie doch nicht. Ja, was sind das für Kriterien, wenn Sie sagen würden, Friedmann ist integriert? Naja, weil ich Migrant bin, meine ich das übrigens sehr ernst. Ich bin betroffen von Ihren Messungen. Naja, was meinen Sie? Ich messe die nicht, ich analysiere die Messungen, das ist nochmal was anderes. Also die Messungen zur Integration gehen normalerweise in 4 Kategorien. Strukturell, sozial, emotional und kulturell. Das heißt, man misst, ist jemand, wie hoch ist die Bildungsbeteiligung, wie hoch ist die Beteiligung am Arbeitsmarkt für den strukturellen Rahmen, kulturell geschafft, ja. Kulturell misst man das jetzt mit bestimmten Faktoren teilt man gemeinsame Werte. Bei Muslimen misst man das, nehmen die am Schwimmunterricht teil, tragen die ein Kopftuch. Also es ist absurd, ja, es ist absurd. Bei der emotionalen Partizipation misst man nach Heimat. Würdest du sagen, Deutschland ist deine Heimat oder die Türkei ist deine Heimat? Das ist so die gängige Frage dafür. Und bei der sozialen Integration misst man Freundschaftskontakte, Nachbarschaftskontakte, Ehekontakte. So. Jetzt gehen wir doch mal zu diesen sogenannten weichen Faktoren. Also, wenn Sie mich fragen würden, bei den weichen Faktoren falle ich durch.
Sie können auch bei den, also Sie können auch bei allem drin sein und trotzdem Mohammed Atta heißen und ein Flugzeug ins World Trade Center fahren. Das war nicht mehr meine Frage. Wir wollen das jetzt, nein, das nehme ich jetzt bewusst mal raus, weil das war nicht meine Frage, ist auch nicht mein Blick. Mein Blick ist, was ziehe ich mir an und was ziehen andere mir an, übrigens, die mittlerweile auch in dritter Generation hier sind und ähnlich teilweise argumentieren, wenn neue Leute kommen. Sie haben das zu Recht gesagt, es kommen hier neue Migranten aus anderen Ländern, die auch wieder was wegnehmen könnten. Also sind Sie in dem Sinne integriert, obwohl Sie deutscher Bundestagsabgeordneter sind? Wo schlägt denn Ihr Ergebnis aus, wenn Sie hören, um was es hier geht? Ich nenne mich niemals als Deutsche, wenn man mich fragt. Warum nicht? Sie ja, haben ich doch glaube, den Pass. Vielleicht hätte ich diese innere Drang, weil der Mensch ist so programmiert von eigener Natur her, man will dazugehören, Anerkennung finden, gelobt werden. Beispielsweise nach dieser Veranstaltung will ich hören, dass die Leute sagen, Herr Kilic, haben Sie gut gesprochen. Das wollen wir. Wir wollen Anerkennung haben. Aber manchmal bestimmte sich dazu bekennen, wirkt komisch, weil ich weiß, wenn ich sowas sagen würde, das Publikum würde das nicht akzeptieren und das Volk würde das auch nicht akzeptieren. Die würden sagen, Sie Deutsche. Sie gestalten. Und das ist ja ein Teil auch unseres heutigen Themas. Was ich wir gestalte hier es als deutscher Staatsbürger auf der Grundlage meines Grundgesetzes und sage immer, Artikel 2 des Grundgesetzes erlaubt jedem, anders zu sein. Das sagen Sie immer, wenn man Sie fragt, ich rede gar nicht in Deutschland, wenn ich Sie in Frankreich treffen würde und ich würde sagen, was sind Sie, würden Sie mir das als Antwort geben? ich würde mich selbst beschreiben, dass ich ein Mehmet Kılıç bin, wenn Sie weiter fragen, dass ich dann Bundestagsabgeordneter bin und Vertreter des deutschen Volkes bin, dass ich so ein Mandat habe. Das würden Sie mir alles sagen, wenn ich Sie in Paris treffe und ich bin Franzosin, sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich oder woher kommen Sie oder welche Staatsbürgerschaft haben Sie? Wenn Sie mir vom Deutschen... Dann ja. Sie würden wahrscheinlich fragen, was sind genau. Sie? Ja. Was sind Sie? Wenn ich Sie fragen würde, sind Sie Deutsche? Na, es kommt immer darauf an, wo Sie mich fragen. Nicht in diesem nationalen Sinne, damit wir uns richtig verstehen. Ich versuche eigentlich, das, was so tagtäglich im Ping-Pong stattfindet, mal so ein Stück nicht mal zu karikieren, sondern zu erleichtern, zu entmüllen. Auf die Frage, bist du Deutscher? Was antworten Sie? Also ohne diesen ganzen Hintergrund im Kopf? Es hängt davon ab, wo Sie mich fragen. Wenn Sie mich in Paris fragen, wo kommen Sie her, würde ich sagen, aus Deutschland. Ich frage Sie, sind Sie Deutsche? Hier, wenn Sie mich hier fragen, würde ich sagen, ich bin Deutsch-Iranerin. Und wenn ich Sie in Paris frage, sagen Sie, Sie sind Deutsche oder Deutsch-Iranerin? Sie würden mich fragen, woher kommen Sie? Ich würde Sie fragen, sind Sie Deutsch? Ich höre, Sie sprechen Deutsch. Komm, steig doch einfach in so eine Rolle. Ich höre Sie in Paris, Moment, gleich. Ich höre Sie in Paris Deutsch sprechen. Frag, sind Sie Deutsche? Was antworten Sie mir? Ich bin Deutsch-Iranerin. Okay, kapiert. So, jetzt Ihr Einspruch. Einspruch deshalb, weil Sie gesagt haben, ich versuche das Ja zu entkrampfen sozusagen. Und dann sollte gerade dieses Fokussieren auf, na, was bist du eigentlich? Sag mal, bist du Deutscher? Genau das ist ja genau, also das ist ja das Gegenteil davon. Weil, wenn ich Sie in Paris treffe und ich bin Franzose und Sie sprechen Deutsch, bei Ihrem Akzent hätte ich wahrscheinlich gefragt, vous êtes d'Autriche? Vous êtes Autrichienne? Ja, wahrscheinlich, genau. So wie Sie jemand. Aber es ist doch eigentlich relativ egal, wenn ich das so sagen darf, in dieser Situation jetzt. Ja, Sie treffen einen von uns oder eine in Paris und fragen, was bist du? Ja, gut. Ich werde wahrscheinlich sagen Österreicherin. Sie wird vielleicht sagen Deutsch-Iranerin. Er wird was anderes das Grundgesetz, sagen. Genau. Genau. Aber so vielfältig ist die Geschichte ja. Genau. Genauso vielfältig ist das ja. Und das soll man auch so lassen. Und mit dieser Frage, was bist du eigentlich? Ich habe nicht gefragt, was bist du eigentlich? Und deswegen, ich habe nur gesagt, sind Sie Deutsche? Sind Sie Deutsche? Sie sprechen bitte, sehen Sie, ich will das ja auch nur ein Stück für uns alle demonstrieren. Wie viel wir uns Gepäck aufladen, dass sich jemand, der in Paris geboren ist, sein Vater und Mutter in Lyon, um jetzt mal aus Deutschland wegzukommen, seine Großeltern waren in Marseille, der würde das alles nicht mitnehmen. Und vielleicht komme ich jetzt dann doch zur inhaltlichen Frage. Wie lernen wir es,
uns zu entmüllen von einem Müll, der nicht unser ist. Indem wir nicht mehr fragen. Das ist doch nicht mein Müll. Ich frage Sie doch nicht. Jetzt haben Sie meine, nicht böse sein, jetzt haben Sie mich nicht verstanden. Wenn Sie da, okay. Wie lernen wir das, Menschen mit Migrationshintergrund? Ich sogar Migrant, Sie auch. Wir sind beide nicht mal in Deutschland geboren. Ich bin auch Migrantin. So, ich bin auch eingewandert. Also wie lernen wir es, uns zu entmüllen mit einem Müll, der mit uns eigentlich nichts zu tun hat, war meine Frage. Okay, und meine Antwort darauf wäre, indem wir ganz individuelle Antworten drauf geben, die ganz, ganz unterschiedlich ausschauen werden. Manche werden sagen, manche werden von ihrem Pass ausgehen, andere vom Gefühlten, Dritte von beiden, Vierte von überhaupt nichts. Ich möchte nur erinnern daran, was Cem Özdemir am Vormittag gesagt hat, wo die Frage, was ist Deutsch, was ist Türkisch, so oft gestellt wurde, dass er gesagt hat, die Frage, was ist Deutsch, ist sehr deutsch. Ja? Das würde man Ihnen in Frankreich auch so antworten und in Österreich auch. Das ist nicht besonders originell. Die Frage, warum man Cem Özdemir fragt, was ist Türkisch, ist bereits der Ausdruck dessen, dass er jedenfalls bei dem, der gefragt hat, nicht deutsch ist. Aber was machen Sie? Was raten Sie? Naja, ich kann das tatsächlich nicht raten, weil ich glaube, dass jeder individuell darauf reagiert. Und im Moment können wir tatsächlich beobachten, dass ganz oft diese nationale Kategorie ein bisschen verschwindet und die Leute viel, viel häufiger lokal antworten. Ich bin Frankfurter, ich bin Berliner oder sogar kiezorientiert, ich bin Kreuzberger. Also insofern, dieses sich verbinden mit einem lokalen Raum ist offensichtlich leichter als mit einem nationalen Raum, der so stark mit Attributen verbunden ist, mit denen man sich nicht identifiziert und mit denen man nicht identifiziert wird, selbst wenn man sich damit identifiziert. Und wahrscheinlich wird das auch immer häufiger werden. Sprechen wir ein Stück jetzt in politischen Kategorien. Die Debatte auch der letzten Wochen, medial wie auch in solchen Veranstaltungen, ist, die eine Position sagt, die Ausländer, reden wir nicht auch nur von Türken oder Muslimen, also die Ausländer, wir hatten es in Ihrem Sheet, müssen sich anpassen. Whatever this means. Die andere Seite sagt, ihr müsst euch der neuen Realität anpassen. Wie entsteht daraus für eine Gesellschaft? Deswegen sage ich jetzt bewusst nicht mehr türkisch. Wie entsteht daraus für eine Gesellschaft eine politische Konzeption? Es ist keine politische Konzeption, sondern entsteht eine gewisse Verkrampfung, weil wir Barrikaden bauen auf gleichen Seiten. Und diese Barrikaden verhindern die gesellschaftliche und soziologische Entwicklung gleichermaßen. Deshalb müssen wir als Individuen, glaube ich, realisieren, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, wenn wir uns alle mit dieser Realität zufrieden geben, dass wir erlauben, in so einem Land, welches faktisch und auch mittlerweile juristisch Einwanderungsland geworden ist, dass die Menschen aus allen Herrenländern hier leben. Aber das ist wenn ja, wir das, seien Sie mal nicht böse, Sie sind Politiker. Das ist ja auch eine politische Gestaltungsaufgabe. Aber natürlich, wenn es so ist, dann behaupte ich nochmal, Sie werden das zu pur und zu juristisch vielleicht empfinden. Letztendlich unsere Rettung aus meiner Sicht ist unser Grundgesetz. Unser Grundgesetz ist pluralistisch konzipiert. Beginnend mit Artikel 1, das wird ja inflationär benutzt, aber das ist wesentlicher Punkt. Menschenwürde ist unantastbar. Zu Menschenwürde gehört alles. Und Artikel 2 ist wesentlicher, wird in der Regel vergessen. Können Sie es ein bisschen konkreter für mich machen? Individuen müssen sich realisieren können, selbstverständlich. Und wie gestaltet man das politisch? Dass die Gestaltung ist, politische Gestaltung ist, dass man den Menschen zulässt, dass sie selbst sein können. Und das gibt man auch überall in der Welt, solange man auch die Verfassungswerte teilt. Das ist auch ein Teil unserer Verantwortung. Wir können das nicht vergessen. JF Kennedy hat einmal gebrochen gesagt, ich bin ein Berliner und wir jubeln ihm bis heute. Aber wenn ich das sagen würde, würden die Leute sagen, du bist kein Berliner, du bist ein Döner. Und deshalb sage ich das nicht. Also ja? wenn Erdogan sagen würde, ich bin ein Berliner, gäbe es ein paar, die würden auch jubeln.
Das ist der Unterschied. Es kommt von außen nach innen. Ja, er gestaltet aber seine eigene Innenpolitik. Ja, aber Sie sind drinnen. Also ja, ich bin innen drinnen und deshalb muss ich anders gestalten. Das ist meine Aufgabe. Ich frage jetzt nochmal, ich bin da sehr nervend, weil... Sage ich Ihnen, wir müssen erstmals unsere gesetzliche Grundlagen, unsere Grundgesetz passend gestalten. Das ist unsere Aufgabe. Eben war es unsere doch das Gesetze richtige Grundgesetz. Passen nicht zu unserem Grundgesetz. Aber wir operieren heute mit unseren Gesetzen und Verwaltungsvorschriften. Das ist es. So. Ich glaube, so sehr es auch um Gesetze geht, geht es sehr stark um eine Geisteshaltung. Wir müssen offen darüber sprechen, dass alle flexibler werden müssen, weil unsere Gesellschaft sich verändert. Und ich möchte das auch nicht als die eine Seite und die andere Seite beschreiben, weil das stimmt auch nicht. Ja, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, Stichwort Frankfurt, gibt es in dieser Form ja so nicht mehr. Und die Migranten und Migrantinnen gibt es sowieso nicht. Ja, das heißt, zuerst einmal allen reinen Wein einschenken, dass wir uns alle verändern und dass das für alle mühsam ist und dass sich alle bemühen müssen. Zweitens, die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit alle in einem Land lebenden Menschen gleichberechtigt teilhaben können an Bildung, am Wohnen, am Arbeitsmarkt, damit es Antidiskriminierung gibt, damit es nicht als Kavaliersdelikt im Raum stehen bleibt, wenn jemand diskriminiert wird, und zwar meine ich da natürlich nicht nur die sogenannten Migranten, sondern alle Menschen, die von Diskriminierung betroffen sein könnten. Und drittens glaube ich, dass wir über die gemeinsame Zukunft unserer Gesellschaften miteinander reden müssen, in welche Richtung es gehen soll, weil sie sind heterogen, weil es gibt ganz unterschiedliche Lebensstile und Lebensvorstellungen, die teilweise in Konflikt geraten miteinander, nona nicht, logischerweise. Also konstruktiv streiten, wohin wollen wir gemeinsam gehen? Das wäre mein Vorschlag von der Politik her. Dann nehme ich mal den dritten Punkt an. Konstruktiv streiten, nehmen wir mal konstruktiv weg, weil ich glaube, Streitkultur ist an sich schon Streitkultur konstruktiv. Nur das Schweigen ist destruktiv. Wohin wir gemeinsam wollen, das ist nämlich der Begriff der Partizipation. Also dieses Land gehört mir, so wie dir und so wie dir und so wie dir. Wir haben nämlich alle dasselbe Recht, weil wir diesen Pass haben. Und selbst wenn wir keinen Pass haben, wir leben legal hier. Es ist also unsere Gesellschaft. Wie erreicht man diesen Partizipationswunsch und diesen Partizipationsschub bei einer Gesellschaft, die so viele Kulturen, man wagt ja selbst bei den Grünen nicht mehr zu sagen, die so multikulturell ist, was ein Vorwurf an die Grünen ist. Wenn wir stehen zu diesem Begriff, also wir weichen... Fragen Sie Renate Künast, die steht nicht mehr so sehr zu dem Begriff. Ja, und deshalb hat sie ja dementsprechend... Nein, ich war polemisch, weil Sie mich dazu verleiten, dass das ich? Sollte. Natürlich. Sie haben mich dazu verleitet. Sehen Sie, schon wird die Verantwortung wieder abgeschoben. Genau. Aber wenn wir bei diesen weichen Kategorien bleiben sollten, ich kann das nicht bleiben, weil ich als Jurist, aber auch als Politiker merke ich, dass wir mit guten Worten sehr selten vorankommen. Natürlich müssen wir unsere gesetzlichen Grundlagen an unsere Verfassung anpassen. Aber wenn Sie weiche Antworten auch von mir wünschen, für alle Probleme in dieser Welt brauchen wir natürlich Empathie. Wir müssen uns gegenseitig verstehen. Das stimmt. Ich muss auch verstehen, dass angestammte Bevölkerung deutsch sind, die in einigen Quartieren sich fremd fühlen. Ja, das muss ich verstehen als Immigrant, und dementsprechend muss ich Sensibilität zeigen, dass diese Person, wo geboren worden ist, sich nicht fremd fühlt. Umgekehrt erwarte ich, dass meine Nachbarn auch Empathie zeigen und deutlich machen, dass mein anders klingender Name nicht so schlimm ist, mein Kind schwarze Haare hat, ist auch nicht so schlimm sein muss. Ja, diese Empathie ist natürlich ein Lösungsansatz für uns alle. Aber solange wir kein Wir-Gefühl entwickeln, nach 50 Jahren Anwerbeabkommen mit der Türkei, kommen wir natürlich nicht voran. Eine gewisse Identifizierungspunkt suchen wir. Ich habe mir unser Grundgesetz ausgewählt. Das muss nicht schlimm sein. Das muss nicht schlimm sein. Stellen Sie sich vor, es wäre andersrum, dann wären Sie Verfassungsfeind. Und das noch als Abgeordnete. Also ich versuche es bei Ihnen dann nochmal. Wie erreicht man, dass die verschiedenen Gruppen, also diese Gesellschaft, die extrem heterogen ist
Und ich meine, wir sind hier in Berlin, es ist noch keine 5 oder 10 Jahre her, dann hätten wir auch gesagt, es ist völlig heterogen, dass einer aus Dresden kommt, wenn er in Düsseldorf ist. Ich weiß nicht, ob man das nicht heute noch sagen würde. Also dieses Argument, es sei immer die deutsche Sprache, scheint sich in Deutschland schon ad absurdum zu zeigen, wenn man überlegt, wie das deutsch-deutsche Verhältnis noch bis vor wenigen Jahren war, denn der Leipziger sprach so gut Deutsch wie der Düsseldorfer. Also, wie schafft man es, anstatt sich dauernd daran zu ergießen, zu sagen, wo die Identitätsprobleme sind, die individuellen, zu sagen, wir schaffen eine Identität dieser Vielfalt, das geht nur, wenn alle daran partizipieren, die zu entwickeln auf dem Boden des Grundgesetzes. Artikel 2. Wie macht man das? Also wie mobilisiert man das? Also im Grunde, wie schaffen wir einen neuen nationalen Mythos für Deutschland? Gottes Willen. Bitte, ist das jetzt Ihre Assoziation oder Ihre Fantasie? Ja, nein, wie schaffen wir eine Gesellschaft ohne Mythos, die akzeptiert, dass das Leben heterogen ist, auch mein eigenes, aus vielen Identitäten besteht und das Ganze ist ein kollektives Erleben? Naja, zunächst mal müssen wir dann in diese Heterogenität tatsächlich dann auch die eindenken, die das nicht akzeptieren wollen. Also insofern, das, was Sie eben gesagt haben mit dieser Selbstverständlichkeit, wir sagen, das ist mein Land, dein Land und dein Land, das sehen wir als ganz selbstverständlich an, haben aber eben gerade gesehen, dass 65% der Leute sagen, dein Land ist es nicht und deins ist es auch noch nicht. Also insofern müssen wir mit der Grundhaltung, die wir verinnerlicht haben, die wir als partizipatives Momentum betrachten oder als Selbstverständlichkeit, erstmal damit umgehen, dass ganz viele Leute das nicht so sehen. Und das gehört auch wiederum zur Heterogenität dazu, auch das zu akzeptieren. Und insofern glaube ich, dass man sowas wie ein totales Wir-Gefühl sehr schwer in differenzierten Gesellschaften schafft oder in diesen ganzen postmodernen, heterogenen Strukturen. Gibt es in Teilen ein Wir, es gibt bestimmte Formen wahrscheinlich von nationaler Symbolik, die kann man dann abrufen, vielleicht bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Finanzkrise. Im Moment werden wir ja gerade wieder Europäer. Also insofern ist die Frage, ob sich die nationale deutsche Identität jetzt gerade wieder zugunsten einer europäischen auflöst, steht auch gerade im Raum. Also da wird ganz viel verhandelt. Die Wörter, die uns alle so behindern, die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren uns noch ein bisschen weiter behindern. Wir können ja gar keine Antwortkategorien für Wörter. Ja, wer ist eigentlich gemeint mit Migrant, Ausländer, Deutscher, Bio-Deutscher, echter Deutscher, purer Deutscher, was auch immer? Also das wird uns wahrscheinlich noch begleiten und die Form ist, ob wir nicht sowas wie, wenn die USA es geschafft haben, sich als Nation of Immigrants darzustellen, ob wir das in Deutschland nicht über die Zeit auch schaffen, selbstverständlicher sowas wie eine Nation of Immigrants zu sein. Und da, glaube ich, sind wir gerade am Anfang, aber mehr noch am Anfang als vor 5 Jahren, also schon eher ein bisschen weiter als der Anfang. Wenn ich wieder an meine Stadt Frankfurt denke, ich bin überzeugt davon, wenn wir in Frankfurt so eine Umfrage machen würden, regional, die Sie national gemacht haben, würden wir eine ähnlich hohe Zahl bekommen. Das ist mein Land und nicht das Land der Migranten. Obwohl die Mehrheit eigentlich mit Migrantenhintergrund ist. Müssen wir nicht auch lernen, dass ein Deutscher, dessen Eltern oder Großeltern Italiener sind, Vorurteile hat gegen einen Deutschen, der aus dem Land Y kommt. Ich will jetzt keine Länder nennen, weil das ist mir zu billig. Und dass ein Deutscher mit einem katholischen Hintergrund immer noch Vorurteile übrigens nicht nur gegen Muslime hat, sondern auch gegen Protestanten. Also müssen wir damit erst einmal, oder müssen wir nicht erst mal zur Kenntnis geben, es gibt diese unglaublichen multiplen Vorurteile. Und ist es nicht die Aufgabe in einem Gesellschafts- und Bildungssystem, und jetzt bin ich leider wieder beim Politiker, Situationen zu schaffen, in denen wenigstens bei den jungen Menschen, und ich bin wieder nicht bei bildungsfern und bildungsnah, sondern grundsätzlich bei den jungen Menschen Bildungssysteme entwickelt werden, in denen solche Dinge entweder gar nicht auftauchen und wenn sie auftauchen, jedenfalls so zur Disposition gestellt werden, dass dieser junge Mensch, der da noch nicht so verhärtet ist, sich ein Stück enthärtet. Also wie lange schauen wir uns eigentlich das an, dass Mathematik wichtig, Sport wichtig, im Vordergrund im Curriculum steht, aber nicht solche Fragen, die wir jetzt diskutieren, gerade im Kindergarten, in der Grundschule, wo man am ehesten das auflösen könnte.
Ja klar, die Kinder werden nicht als Rassisten geboren, sondern dazu erzogen. Das ist klar. Aber diese Erziehung findet in erster Linie natürlich auch in der Familie statt. Und wenn eine Gesellschaft das auflösen möchte, muss auch entsprechende Konzepte entwickeln. Sie können mit Kindergarten anfangen, aber werde ich Ihnen auch noch eine Frage stellen. Wollen Sie konfessionelle Religionsunterricht in der Schule abschaffen beispielsweise? Weil dort die Kinder werden ja segregiert. Du bist evangelisch, du bist katholisch, du bist Moslem, Islamunterricht kommt noch rein. Ja? Und ob Sie das auch auflösen wollen. Diese Kategorien müssen nicht unbedingt sofort zu Rassismus führen, aber ich verstehe Ihre Konzept dann in Ihrer Frage natürlich nicht. Was wollen wir? Natürlich, Sie können mit bestimmten Konzepten versuchen, Pluralität nachzubringen den Kindern. Und wir müssen natürlich das auch erfolgreich durchführen, füllen. Aber solange sie in die Familien, diese in die Köpfe der Familieneltern nicht einbringen können, werden wir nicht erfolgreich sein. Deshalb komme ich zu meinem Anfang. Wir müssen ein Wir-Gefühl entwickeln und den Menschen deutlich machen, dass die Individuen sein dürfen. So wie ich, als ich einverstanden und akzeptiert werden möchte, muss ich die auch anderen akzeptieren und verstehen, dass die auch anders sein dürfen. Und das ist dann in meiner Kategorie wiederum Artikel 2 des Grundgesetzes, was sie nervt. Aber wir müssen ich auch, liebe es. Wir müssen auch gemeinsame Nenner finden, weil die Menschen in der Tat im Not, im Zweifel einen gemeinsamen Nenner suchen. Wir können pluralistisch und wunderbare Geschichten und Multikulturalität propagieren. Aber solange die Menschen in einer Unsicherheit sind und die sagen, woran müssen wir es im Ernstfall orientieren, dann haben wir eine Orientierung. Wenn wir das propagieren können, sozusagen eine gewisse Verfassungspatriotismus, unsere Verfassung ist ja nicht schlimmste, das ist für mich eine Lösung. Ich würde diesen Weg gehen. Darf ich kurz dazu was sagen? Ich stelle gerade als Ausländerin fest, dass Sie eine sehr tiefgehende Verfassungsdiskussion offensichtlich haben. Ist zumindest mein Eindruck. Nein, aber Verfassung schön und gut, und natürlich müssen sich alle Menschen, die in einem Land leben, an die Gesetze halten. Nona nicht, aber ich glaube, dass eine Verfassungsdebatte, wo sie sonst doch etwas bringen mag, eigentlich sehr, sehr abstrakt bleibt bei diesen Dingen, die wir hier besprechen. Das ist zumindest mein Zugang oder mein Eindruck. Von Vielfalt war viel die Rede. Vielfalt ist eigentlich eine Tatsache. Und ich glaube, wir wären schon ein Stückchen weiter, wenn wir den sogenannten Migrationshintergrund endlich im Hintergrund lassen würden, wo er hingehört, und nicht ständig in den Vordergrund stellen würden, weil das unterstreicht eigentlich die Differenzen oder vermeintliche Differenzen zwischen den Menschen. Also den Menschen zu sagen, du bist Afghane, du bist Türke, du bist Kurdin, du bist Deutsche. Wenn sie das selber so definieren wollen, schön und gut. Ja? Aber wenn man das als Politik die ganze Zeit betreiben würde und sich mit den Unterschieden beschäftigt, statt mit Alltagsproblemen oder mit Problemen, die ein Land hat, wie zum Beispiel, jetzt rede ich wieder von Österreich, Bildungsreform, Verwaltungsreform, Pensionsreform, die uns ja alle angehen, egal ob jemand jetzt afghanischstämmig ist oder Deutscher in 15. Generation, dass man sich eigentlich mit den konkreten anstehenden Herausforderungen, Problemen, was auch immer, und die sind in jedem Land wieder etwas unterschiedlich, dass man sich dem widmet. Weil dann würde man, glaube ich, auch zumindest teilweise sehen, dass es gemeinsame Interessen gibt. Es gibt ein gemeinsames Interesse von Eltern, egal was für eine sogenannte Herkunft sie haben, dass ihre Kinder die bestmögliche Bildung bekommen. Es gibt ein gemeinsames Interesse von Menschen, dass sie eine gute Gesundheitsversorgung haben. Und da gibt es keinen Unterschied, ob jemand in 15. Generation Deutscher oder erst in 2. Generation Deutscher ist. Aber dann stellen wir fest, als Politiker, diese gemeinsamen Interessen nicht immer gemeinsame Interessen sind. Es gibt in meinem Land Interesse daran, dass Hauptschulen weiterhin existieren, weil die anderen Eltern nur ein Interesse an ihren Kindern haben und die wissen, dass die anderen Kinder vielleicht unsere Kinder stören könnten, sollten lieber in der Hauptschule bleiben. Das schicken wir unsere Kinder in die andere Schulformen. Aber das das ist, um eine Brücke zu bauen, was ich selten versuche, das ist doch genau das, was hier eben angesprochen worden ist. Wenn du aus einer bildungsfernen Familie kommst, landest du, ob du Deutsch, Altdeutsch, Neudeutsch, Hinterdeutsch, Vorderdeutsch, Runddeutsch bist, in dieser Hauptschule. Und damit gibt es eine Verknüpfung.
an dieser Interessenlage, dass es ein Bildungssystem gibt, wo, wenn du aus einer Familie kommst, da gibt es ja viele Gründe, wo deine Eltern bildungsfern waren oder die sozialen Verhältnisse nicht optimal sind, du in ein System gerätst, wo du wenigstens ein Maximum an mehr Chancen hast, nicht deiner Herkunft entsprechend bereits im Bildungssystem eingetütet zu werden. Das ist doch ein gemeinsames Interesse. Ich wollte das nur sagen, weil Sie das eben so angesprochen haben. Gerade in Berlin kenne ich das. Es gibt ja Viertel in Berlin, gerade aus der ehemaligen DDR, da hast du in Anführungsstrichen genauso Männer und Frauen, die sich Väter und Mütter nennen, die es am Rücken geht, ob ihre Kinder überhaupt in die Schule gehen oder nicht, aus ihren Gründen. Dann gibt es andere, die haben wiederum ihre Gründe, warum sagen, in die Schule gehst du nicht. Wir alle haben ein Interesse daran, dass Kinder nicht nach Herkunft oder wo sie gerade als Eltern haben, mehr Bildung haben. Ist das denn nicht in der Tat das ein Punkt wie andere Punkte, wo man sagt, daraus entsteht eigentlich Gesellschaftsbildung? Ja, aber das ist natürlich so, wenn wir in einer Gruppe sitzen und alle denken, Bildung ist für alle gleich zugänglich, sollte für alle gleich zugänglich sein, widersprechen wir uns ja mit anderen, die durchaus ihre Theorien so vorbringen, dass sie sagen, Bildung sollte auch ab einer bestimmten Höhe ein elitäres Gut sein, das nicht für alle zugänglich ist. Das ist wiederum, da können wir uns nicht... Ja, und im Grunde genommen ist es tatsächlich die Frage danach, was Sie so eben meinten, können wir Differenz auflösen? Sollten wir Differenz auflösen? Ich glaube, dass wir das nicht können und auch nicht, also ich denke gar nicht daran, weil ich immer glaube, dass das Wort Diversity im Englischen wird bei uns immer nur mit Vielfalt übersetzt, aber in Wirklichkeit heißt es Vielfalt und Differenz. Und insofern habe ich eben deswegen auch gesagt, man möchte nicht einfach jetzt, dass alle nur sagen müssen, sie sind Deutsch, sondern man möchte auch gerne, dass jemand affirmativ sagt, nö, kann ich mich jetzt nicht mit identifizieren, was übrigens sehr viele Deutsch-Deutsche genauso formulieren. Es muss ja jetzt keinen Bekenntniszwang dazu geben, um ein Wir zu schaffen. Das Wir können wir über solche Momente wie, ja, wir gemeinsam für Bildung, wir gemeinsam für Fortschritt, das sind dann natürlich oft solche, kann dann auch in Parolen ausarten, aber tatsächlich ist die Frage, Interessen definiert vorzugehen, aber da sind wir in differenzierten Gesellschaften wieder mit unterschiedlichen Interessen konfrontiert. Gut, dann letzte Runde mit einem Stichwort. In Amerika, egal wie man jetzt zu Amerika sonst steht, gibt es ein staatlich repräsentiertes Selbstverständnis. Du bist Amerikaner, wenn du in einer kurzen Zeit, in der du legal in Amerika lebst, deine Staatsbürgerschaft bekommst. Und es ist ein Ausdruck der Selbstverständlichkeit, also nicht mal sowas, wie man auch hier so gern sagt, ein Vertrauensvorschuss. In dem Moment, wo du den amerikanischen Pass bekommst und wo du dann auf die Verfassung schwörst, bist du Amerikaner. Und man kann dir alles absprechen, aber nie mehr, dass du das bist. Staatsbürgerschaft, Verfassung, was auch immer. Ist es nicht ein weiterer Nachreflex eines Europas der Nationalstaaten, der Regionalitäten, wo ja kaum diese supranationale Organisation Europa funktioniert und wenn überhaupt, dann erst seit kurzem und wenn man Osteuropa nimmt, gerade seit 2 oder 3 Jahrzehnten, dass natürlich innerhalb der Gesellschaften dieser Blick von man sei nicht heterogen, sondern homogen, eine Kultur soziologisch und kulturpolitisch und kulturhistorische Reflexhandlung ist, die sich im Innern der Gesellschaften widerspiegelt. Also dieses Selbstverständnis, bis du mal Deutscher wirst, das hat ja nicht nur was mit Türken zu tun. Das christliche Abendland, ich meine, bevor die Moslems das abbekamen, haben die Juden in Europa das schon 2000 Jahre blutig abbekommen. Also dass das eben auch eine historische Situation ist, dieses Kontinents, in dem all das, worüber wir diskutieren, nämlich als Identitätsmerkmal einer Gesellschaft, nicht Nation, einer Gesellschaft, diese Vielschichtigkeit zu lernen und das positiv zu bewerten, eine ganz neue historische Herausforderung ist.
Also historisch, wenn ich jetzt mal zurückblicke, hat es ja sehr viele Momente von Überlappungen gegeben, in denen der nationale Raum gar nicht so stark gedacht wurde. Allein wenn wir zurückgehen, im Gründungsmoment 1848 wurde in der Paulskirche formuliert, Deutscher ist, wer auf dem Boden dieses Landes geboren wird. Und die Menschen sprachen Französisch, Sorbisch, Polnisch, Russisch. Insofern war das gar nicht in dem Sinne an Blut und Boden und an Boden, ja, aber nicht an Bluts- und Herkunftsstrukturen festgemacht. Das hat sich ja erst im Nachhinein gewandelt. Und auch wenn wir sehen, die Staaten, die jetzt derzeit postkoloniale Strukturen haben und koloniale Erfahrungen hatten, gehen tatsächlich auch mit den Momenten der Zuschreibung der nationalen Kategorie anders um. Also in England ist die Frage, ob jemand britisch ist und indischer Herkunft oder pakistanischer oder in Frankreich eben auch algerischer oder wie auch immer, wesentlich leichter mit dem affirmativen Ja, ich bin Engländer oder ich bin Franzose zu lösen als hier, wo das noch viel zu stark eben phänotypisch markiert ist. Insofern glaube ich, dass wir schon ein spezifisch deutsches Problem in der Hinsicht auch haben. Aber dieser Melting Pot-Versuch in den USA ist ja erstmals eine Scheingeschichte, das wissen wir alle. Die sind alle Amerikaner, es gibt aber unterschiedliche Amerikaner, nicht? Es gibt Schwarzafrikaner, Arme. Ja, also ich rede jetzt nicht, wenn du zu mir in Amerika sagst, du bist scheiß Ithaka, sag ich zu dir, du bist scheiß Ire und beide sagen sich das als Amerikaner. Das ist schon ein Unterschied. Da ist es ist eine Gesellschaft, die nur aus Minderheitengruppen besteht. Hier gibt es in Europa anscheinend ein vermeintliches oder ein richtiges Bewusstsein. Erst einmal gab es uns und ihr kommt. Das will ich damit ein Stück auch noch mal diskutieren. Ja, altes Kontinent und aber auch Dorfkämpfe. Ja? Das kennt man von den Dörfern auch. Und diese Kämpfe sind ja historisch gesehen hier auch stattgefunden. Ich habe einmal mich gefragt, warum in Deutschland wird diese Sprache so hart eingenommen? Wenn in der Türkei ein Deutscher mit ein paar Wörtern Hallo, guten Tag und ich will ein Butterbrot sagen könnte, wird auf den Schultern genommen und man behauptet, dass dieser Deutsche so türkisch sprechen kann wie Muttersprache. Wenn ich habe diese Sprache später gelernt, Deutsch spreche, die Leute achten daran, ob ich eine Endung falsch ausgesprochen habe, ein Artikel fehlt. Ja, so ist es. Und bei dieser Integrationsdiskussion haben von Frau Merkel bis gesamter Kabinett gesagt, die sollen Deutsch lernen. Dabei haben die vergessen, dass hier geborene Immigrantenkinder hervorragend Deutsch sprechen können, aber nur gut genug sind, Taxis zu fahren. In den Verwaltungen trifft man sich. Dann habe ich mir gefragt, warum Deutsch unbedingt? Ja, warum nur einzige Merkmal? Ein Professor hat eine Theorie, das kommt mir nahe vor. Er meint, als die deutsche Intellektuelle bei deutsch-französischen Kriegen deutsche Bevölkerung mobilisieren sollten, könnten sie nicht unsere Religion retten oder sowas sagen, sondern wir müssen unsere Kultur retten und bewahren gegen Franzosen. Das soll ein Grund sein. Das scheint mir ein interessanter Momentum zu sein, dass man sich über eigene kulturelle Identität und wesentlich die Sprache definiert und versucht, anderen außen vor zu lassen. Mag sein. Also ich bin wirklich nicht verdächtig, in irgendeiner Ecke zu sein. Aber als Mensch, der gerne spricht, bestehe ich schon darauf, dass wir eine gemeinsame Sprache haben in der jeweiligen Region, in der wir uns befinden. Weil das was mit dem Gespräch zu tun hat. Und eins kann ich Ihnen sagen, meine Eltern konnten nicht gut Deutsch und das führte dazu, dass sie nicht partizipieren konnten. Und in dem Moment, wo sie nicht partizipieren konnten, hatten sie Nachteile. Und diese Nachteile, unabhängig davon, wie andere sie gesehen haben, führte dann sehr schnell wieder zu Verkapselung und Minderwertigkeitsgefühlen. Aber ich muss Ihnen denn trotzdem noch eine Frage stellen, weil am Ende, auch wenn Sie immer wieder auf das Grundgesetz kommen, komme ich auch jetzt auf das Grundgesetz, nämlich die Gleichheit. Wissen Sie eigentlich, dass es eine Sonderregelung gibt, dass zwischen Deutschland und Frankreich die doppelte Staatsbürgerschaft bilateral erlaubt ist und die sonstige Generalverbotssituation, man dürfe keine doppelte Staatsbürgerschaft haben, trotzdem besteht? Nein. Es gibt eine bilaterale Lösung zwischen Deutschland und Frankreich, ich weiß es. Ich könnte zwei Pässe haben. Das ist gut möglich. Und seit 31. August 2007 gilt das für alle. So, und jetzt kommt doch die Frage. Damit entstehen, und das wollte ich hier auch nur noch mal diskutieren, damit entstehen ja auch staatlich definierte unterschiedliche Ausländerkategorien.
Und dadurch entsteht aber auch wiederum unter den Ausländergruppen Hierarchien untereinander. Warum hört man, und ich muss es einfach tun, weil wir am Ende ja auch hier in der Böll-Stiftung sind und weil wir auch politisch reden, warum hört man keine Initiativen, das aufzubrechen? Wissen Sie, jetzt komme ich auch zu meinem Grundgesetz, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir diese harten Faktoren ändern müssten. Ich kann nicht zum guten Willen von jedem Individuum überlassen als Gesetzgeber, dass die gut funktionieren müssen. Eine der ersten Initiativen von mir war, das ist nämlich zum ersten Mal, aber ich habe noch erneut eingebracht, kommunales Wahlrecht auf Drittstaatsangehörige ausweiten. Eine der ersten. Wissen Sie warum? Ganz praktischen Gründen. Ich bin 1990 nach Deutschland gekommen, da war schwierige Zeit, Berliner Mauer ist weg und nationale Töne sind ziemlich hoch geworden und da war eine sehr schwierige Situation. Die Italiener waren auch Spaghettifresser, die waren letzter Dreck. Als Maastrichter Vertrag 92 die Möglichkeit eingeräumt hat, kommunales Wahlrecht auszuüben, 94, dass wir erstmal in Baden-Württemberg dieses Recht eingeräumt haben, seitdem alle Repräsentanten der Politik sind mit Italienern sehr, sehr zufrieden. Die sind gute Leute, Schulerfolge der Kinder sind auch kein Thema. Wir leben in unserer Demokratie aber auch ein Opportunismus, politischer Opportunismus. Die Repräsentanten der Republik sind in die Öffentlichkeit gegangen, gesagt, ach, für die Türken und müssen wir EU-Bürger unterschiedliche Schaltarbeiter aus der Behörde einbauen. Deshalb will ich diese harten Faktoren ändern. Ich bin mir sicher, wenn wir diese harten Faktoren ändern, werden wir die Meinungen unisono nicht ändern. Aber wir werden die Meinungen der Repräsentanten schlagartig ändern, weil sie sich politische Vorteile hoffen. Und das ist meine Hoffnung. Deshalb will ich auf der Grundlage meines Grundgesetzes ganz hart bleiben und operieren. Nur dort. Wir sind hier alles Verfassungspatrioten. Das muss ich mal jetzt gesagt haben. Wunderbar. Weil ich komme jetzt langsam vor in eine gebracht. CSU-Verhandlung, super. Wo man mir dauernd sagt, jetzt. Ich stehe auf dem Boden der Verfassung. Jetzt so. Ist es. Was sagt sie nicht? Den Teil 2 oder sie betont? Wissen Sie, ich werde Ihnen mal was sagen. Ich habe wirklich ein akustisches Problem, bei wem auch immer, der mir dauernd diese Verfassung vorträgt, weil ich davon ausgehe, dass jeder von uns auf dem Boden dieser Verfassung lebt. Jeder von uns. Ach was. Also das wird jetzt ganz schwierig. Das wird jetzt ganz schwierig. Und ich erwarte von Ihnen als Politiker, egal welcher Partei, dass Sie jedem Menschen, der hier lebt, erst einmal so anschauen, dass er auf dem Boden der Verfassung lebt und ihm das zugestehen. Und erst wenn er dagegen verstößt, können wir anfangen, beim konkreten Fall das zu verfragen. Ich weiß, dass meine Nazis nicht auf der Grundlage dieses Grundgesetzes leben. Das weiß ich. Ich weiß, dass meine Politiker... Aber hier ist keiner. Mach nichts. Dass meine Politiker, die den anderen anders sein, nicht erlauben und ständig... monieren, dass sie dann sich ducken müssen, anpassen müssen, dass sie sich nicht auf der Grundlage meines Grundgesetzes bewegen, gleichgültig in welcher Partei sie sind. Das moniere ich. Deshalb komme ich als Immigrant mit meinem Grundgesetz. So, und jetzt werde ich Ihnen darauf eine Antwort geben. Bitte. Der Nazi hat aber einen Anspruch darauf, dass wir, die wir auf dem Boden dieses Grundgesetzes sind, ihm so behandeln, wie den Bürger, auch wenn diese Meinung uns nicht gefällt. Und jetzt kommen wir an einen ganz bestimmten Punkt, der hier damit wenig zu tun hat, aber wenn Sie sich das jetzt so empathisch aufziehen, stellt sich die Frage, ob die Meinungsfreiheit, wie zum Beispiel die Amerikaner das in ihrer Verfassung haben und wir ja auch sagen, die Meinungsfreiheit ist etwas ganz Wichtiges, ob wir beginnen beispielsweise auf dem Boden der Verfassung Menschen, die wir heute als Nazis nennen, ihnen die Meinungsfreiheit im Strafrecht aberkennen. Das ist eine der Fragen. Meinungsfreiheit nicht. Doch, wenn Rassismus ist kein Meinungsfreiheit. Ah, das würde Menschenverachtung. The freedom of speech würde in Amerika eine ganz andere Antwort darauf geben. In Frankreich übrigens auch. Ich will wenigstens eine Irritation. Sie können in Amerika, glauben Sie mir, in dem Thema kenne ich mich aus. Sie können in Amerika mit einer Nazi-Uniform durch die Stadt laufen. Es passiert vieles, aber nicht, dass Staatsanwaltschaft kommt. Wünschen Sie das hier?
Nein, ich will uns doch nur ein bisschen irritieren. Ich will uns doch nur ein bisschen irritieren. Weil das Grundgesetz wird nach wie vor nicht aus Beton geschrieben. Ich will auch Ihnen und mir die Hoffnung doch ein Stück wegnehmen, dass dieses Grundgesetz immer schützt, weil das Grundgesetz letztendlich vom Bundesverfassungsgericht und andere interpretiert wird. Und es kann ein Tag kommen, wo die Interpretation etwas wird, wo wir plötzlich beide sagen, auf dieses Grundgesetz kann ich mich nicht mehr verlassen. Das ist alles, was ich ein Stück versucht habe, damit hinzukriegen. Ich kann Sie beruhigen, weil im Präambel gibt es auch einen Gottesbezug, Herr Friedmann. Gut, okay, also wir schließen ab. Wie ist es mit Ihnen? Es gibt immer eine höhere Instanz. Ja, wer ist die höhere Instanz? Gottesbezug ist höhere Instanz. Da verlasse ich mich wieder lieber auf Ihr Grundgesetz. Okay. Jetzt haben wir Sie. Jetzt sind wir beim Gott angelangt. Ich glaube, es ist Zeit, die Veranstaltung zu beenden, bevor es in transzendentale Sphären abgleitet. Nein, abschließend wollte ich, weil sozusagen die Frage unserer Veranstaltung auch war, wie sichern wir den sozialen und politischen Zusammenhalt, wollte ich kurz vielleicht auch noch meine vorherigen Wortmeldungen versuchen zusammenfassend. Ich glaube, es geht darum, und das ist ein Gleichgewicht, wo wir einfach vieles versuchen müssen und wo es kein Patentrezept gibt. Auf der einen Seite sind unsere Gesellschaften sehr vielfältig geworden und sehr divers. Das ist eine Tatsache. Und man kann diese Vielfalt auch nicht einfach wegreden oder das Ignorieren bringt auch nicht viel. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich gerade als eine diverse Gesellschaft ein gewisses Ausmaß an Zusammenhalt. Weil ich glaube, eine Politik des Anything Goes und eine zersplitterte Gesellschaft, wo jede Gruppe nur nach den eigenen Interessen trachtet, das können wir uns nicht wünschen. Ich wünsche es mir zumindest als Politikerin nicht. Und ich glaube, es geht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für unsere Gesellschaften zu versuchen, eben ein Gleichgewicht zu finden. Wie gehen wir mit dieser Vielfalt um, dass Menschen so individualistisch wie möglich leben können und schaffen es gleichzeitig, einen neuen Zusammenhalt zu schaffen, weil ich glaube, mit dem bisherigen haben wir zumindest in den letzten Jahren keine sehr guten Erfahrungen gemacht, weil unsere Gesellschaften noch immer nicht durchlässig genug sind. Das wollte ich als Abschlussstatement mitgeben. Danke. Ja, und jetzt, weil so viel über das Grundgesetz gesagt wurde, schließe ich nochmal damit ab. Also ich bin jetzt nicht Politikerin, insofern sind diese Begriffe Verfassungspatriotismus oder das Grundgesetz, ich lege mir das nicht unter das Kopfkissen, wenn ich abends einschlafen will, habe auch in dem Sinne keinen emotionalen Bezug dazu. Wenn ich wahrscheinlich wie Sie täglich darauf Bezug nehmen würde, vielleicht ja, aber letztlich wäre das kein symbolisches Element, von dem ich sagen würde, das stärkt mein Wir-Gefühl gegenüber diesem Land. Also dann vielleicht eher Heine oder die Liebesgedichte von Brecht oder das Gryffalo. Also insofern tatsächlich sind da andere Dinge, von denen ich glaube, dass man da so Momente bekommt. Es sind diese ganzen Rap-Gesangskünste, die jetzt ein neues Deutschland beschreiben. Wenn ich die anhöre, dann vibriert ein Moment von, es verändert sich was in diesem Land und es wird eine neue Sprache dafür gefunden. Das geht zumindest mir als Person näher als jetzt das Grundgesetz als Abstraktum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir haben uns angeregt und aufgeregt versucht zu unterhalten, wie Sie gemerkt haben. Ich glaube übrigens, dass vieles schon sehr viel weiter ist, als unser Bewusstsein das wahrnimmt. Und dass dieser Satz, der in einem ganz anderen Zusammenhang gefallen ist, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, diejenigen spüren, die sich in den Statistiken ausdrücken, es ist alles zu viel an Ausländer da. Und zwar nicht, weil es zu viel Ausländer gibt oder Inländer oder was auch immer, sondern was daraus entstanden ist und weiter entsteht, weil wir eine Gesellschaft im Pluralismus sind. Etwas ist, was diese Leute, weil sie das nicht begleiten, als eine Gefährdung empfinden. Aber die, die das leben, es als ein Alltag erleben. Unabhängig davon, dass es bei allen schon bei einer Beziehung zu zweit zu Konflikten, Missverständnissen, kompromisslosen Verhalten führt, kann ich aus meiner Lebenserfahrung nur sagen,
Wir müssen, und das meine ich wirklich sehr ernst, ich versuche es mit meinen zwei Kindern auch übrigens, die sind 3 und 6. Ich finde, man muss Menschen zu einem hohen Maß an Selbstbewusstsein erziehen. Das entsteht, ich bin auch Philosoph und neurobiologisch aktiv, das entsteht wirklich in diesen ersten Jahren. Wenn Sie Kinder mit Liebe und Respekt behandeln, das heißt nicht, dass sie autoritätslos werden, jeder, der Eltern ist, weiß, was das bedeutet, dann werden diese Kinder, wenn sie älter werden, mehr in der Lage sein, Widerstand, Konflikt abweichen, für sich zu leben und zu ertragen, als Kinder, die das nicht gelernt haben. Und darum geht es, und das ist meine letzte Bemerkung. Eigentlich reden wir davon, wie viel abweichendes Verhalten verträgt der, der gerade anders abgewichen ist, von dem, der auch abweicht, von dem, der gerade abgewichen ist. Ich wünsche mir viel Abweichendes, weil ich finde das viel spannender als dieses Wir, das so diffus ist, dass man es letztendlich zu Recht nicht greift, währenddessen das andere führt zu Persönlichkeiten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nur ganz kurz ein paar abschließende Worte. Vielen Dank, Herr Friedmann, für diese andere unkonventionelle migrationspolitische Debatte, weil die natürlich in eine andere Sphäre geht, tiefer bohrt und dadurch auch unsere politische Debatte nochmal ein ganz anderes Antlitz und auch menschliche, emotionale Ebene gibt. Und deswegen war sie nicht minder politisch. Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben, alle Referentinnen und Referenten, und ganz besonderen Dank an Frau Gülmüş und Karatasch, die so weit angereist sind, hierher zu kommen, und dass sie auch so lange ausgehalten haben. Deswegen, weil es eben auch hier auf vielfach besprochen worden ist, beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Fragen der politischen Inklusion, der sozialen Mobilität, des Aufstiegs, weil es natürlich auch für die einzelnen Menschen sich auszahlen muss. Also es geht uns sehr, sehr stark darum, natürlich den individuellen Aufstieg in dieser Gesellschaft zu ermöglichen, weil es die einzige Möglichkeit der Teilhabe ist. Heute haben wir natürlich den 50-jährigen Anwerbeabkommen gefeiert, deswegen auch auf dieser Ebene. Ansonsten arbeiten wir auch sehr viel um die Themen Bildung und soziale Mobilität, politische Teilhabe, Arbeitsmarkt etc. etc. Und da bleiben wir auch, und da hoffen wir auch mit Ihrer Mitwirkung und Unterstützung. Das ist der offizielle Teil. Schluss. Jetzt laden wir Sie ganz herzlich zu einem Empfang, begleitet auch mit Musik, mit DJ Sigan Aldi. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Wer immer noch nicht genug hat von Politik, da findet im Nebenraum gleich eine Lesung mit Musik zu Lampedusa statt. Und vielen Dank und schöne Heimfahrt.